Der erste große gemeinsame Trainingsblock in dieser Vorbereitungsperiode auf die WM-Saison. Der Schwerpunkt jetzt in diesem Camp liegt definitiv im Bereich Ausdauer. Das ist klar, wir sind ganz am Beginn der Saison. Die Mädels haben auch sehr lange Saisons gehabt. Das heißt, die sind zum größten Teil eigentlich ohne Pause jetzt da reingegangen. Wir versuchen einmal die Grundlage zu legen fürs Training generell. Das bedeutet, Krafttraining, auch Grundlagen aufzubauen im Sinne von Technikschulung, Krafterhaltung und Maßnahmen im Bereich der Schnellkraft. Das sieht man gerade selber daheim, also das Wetter mordschlecht. Und hier kannst du einfach mit 100% Garantie jeden Tag Rad fahren. Und darum geht es halt auch, dass man ein gewisses Pensum zusammenbringt. Und da muss man schon mal ein bisschen in den Süden fliegen im Mai. Ja, also ich denke mal, dass wir das Konditraining bis Anfang Juli oder eigentlich auch bis August noch weiterführen und ab Juli gehen wir dann auch schon nebenher auf die Ski und dann geht's nach Chile bzw. Neuseeland und dann geht die Saison eh schon wieder los. Ja, es wäre schon schön, bei meiner Heim-WM sozusagen, ich wohne 20 Minuten von Garmisch entfernt, da dabei zu sein. Ja klar, Heim-WM ist, glaube ich, für uns alle was Besonderes und also ich möchte da nicht bloß dabei sein, sondern auch also möglichst weit vorne irgendwo mitmischen. Das ist natürlich das große Ziel für die nächste Saison und auch so die Hauptmotivation jetzt für die Schinderei, die wir hier betreiben. Und speziell für mich, ich bin ja aus Garmisch-Partenkirchen, ist das so ein bisschen das Karriere-Highlight, auch die WM im eigenen Ort zu haben. Und ja, das ganz große Ziel ist dort natürlich, Medaillen zu gewinnen. Na, man kriegt das auf jeden Fall mit. Das sind ja überall Banner oder irgendwelche Säulen und so und es wird auch viel geredet drüber und das rückt auf jeden Fall immer näher. Ja, es ist alles sehr anspruchsvoll und vielseitig. Beim Weltcup-Finale hat man ja sozusagen die Generalprobe jetzt im März und das hat für mich ganz gut funktioniert. Ich bin in allen Disziplinen unter den ersten vier gewesen, habe die Abfahrt sogar gewonnen und ja, das gibt schon ein gutes Gefühl dann für das große Ereignis im Februar.